Hallo und herzlich willkommen zu diesem Trailer für unser Projekt Organizing in Times of Crisis. Ja, hallo. Ich darf gleich mit der ersten Frage beginnen. Worum geht es eigentlich in unserem Projekt? Es handelt sich um einen Masterkurs, ein organisationstheoretischer Masterkurs, bestehend aus 12 Einheiten, in dem wir organisationstheoretisches Grundwissen anwenden auf die aktuelle Covid-19-Krisensituation und dabei beispielsweise Themen behandeln wie Führung, aber eben nicht nur Führungstheorie allgemein, sondern Führung in der Krise oder auch Themen wie Organisation von globalen Supply Chains, die ja in der aktuellen Krisensituation im Fokus stehen mit der Frage, wie können die eigentlich zuverlässiger, resilienter gestaltet werden und natürlich auch Fragen wie, was die aktuelle Krisensituation mit anderen großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie beispielsweise Ungleichheit oder Klimawandel zu tun hat. Ja, wie haben wir dieses Projekt umgesetzt? Wir haben es einerseits radikal offen umgesetzt, also alle Unterlagen sind frei zugänglich im Netz, von der Lektüre angefangen, über die Aufgabenstellungen bis hin zu den Vorlesungsvideos. Zu jeder der 12 Einheiten gibt es eine Kurzlecture, die frei im Netz ist, und die Materialien, soweit wir sie selbst erstellt haben, sind auch alle offen lizenziert, sodass andere das adaptieren und auf ihre Bedürfnisse anwenden können. Also einerseits offen, andererseits haben wir es radikal asynchron geplant und konzipiert. Das heißt, für die Studierenden ist keine Kopräsenz, keine virtuelle Kopräsenz vorgesehen oder zumindest nicht zwingend. Das soll es vor allem ermöglichen, dass man angesichts der aktuellen Krisensituation irgendwelche Betreuungspflichten sehr gut mit dem Absolvieren des durchaus arbeitsaufwendigen Kurses in Einklang bringen kann. Ja, wo läuft das Projekt? Wir haben für das Projekt eine Website eingerichtet. Das ist gleichzeitig ein Blog. Es ist eine Plattform, auf der alle Lehrmaterialien eben, wie schon gesagt, offen lizenziert, frei verfügbar sind, auch in offen editierbaren Formaten. Also wir haben da beispielsweise einen Syllabus eingestellt, der als Open Doc, als Word-File oder andere File heruntergeladen werden kann und dann auch dezentral adaptiert werden kann. Also es ist eine Mischung von zentral verfügbaren Materialien, die aber von den einzelnen Lehrenden, die diesen Kurs unterrichten wollen, dezentral mit eigenen Lernmanagementsystemen kombiniert werden und adaptiert werden kann. Dahinter liegt ein YouTube-Kanal, auf dem eben unter anderem die Kurzvorlesungen für die 12 Einheiten eingestellt sind, auf dem aber auch andere Materialien, auch zukünftig neue Materialien immer wieder eingestellt und mit dem Blog verlinkt werden können. Wer ist jetzt an dem Projekt aller beteiligt? Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Elke Schüssler von der Uni Linz und ich, Leonard Dobusch, von der Uni Innsbruck. Wir hatten die Idee und haben mal den groben Rahmen festgelegt, haben aber gleich gesehen, in der kurzen Zeit, in der das notwendig war, können wir das nicht alleine stemmen. Einerseits, andererseits haben wir auch gedacht, machen wir doch aus der Not eine Tugend und laden unsere Forschungskolleginnen und Kollegen, die selbst unmittelbar zu verschiedenen Bereichen von Krisenmanagement forschen, ein, ihre Expertise in diese Lehrveranstaltung einzubringen. Und wir waren wirklich sehr glücklich, dass wir eine ganze Reihe von wirklich exzellenten Forscherinnen und Forschern gewinnen konnten, hier mitzumachen, die Einheiten beigesteuert haben. Das sind Thomas Gegenhuber von der Uni Lüneburg, Daniel Geiger von der Uni Hamburg, Ali Gümüşay von der Uni Hamburg und dem HIG Berlin, Jochen Koch von der Viadrina Europa-Universität Frankfurt-Oder, ebenfalls aus Lüneburg Hanna Trittin-Ulbrich und von der Freien Universität Berlin Jörg Südo. Ja, und warum haben wir gerade jetzt dieses Projekt umgesetzt? Naja, wie Leonard schon gesagt hat, aus der Not eine Tugend machen. Zum einen sollte es eine Hilfe sein für alle Lehrenden, die jetzt in dieser Krisensituation sehr kurzfristig ihre ganzen Kurse auf virtuelle Formate umstellen mussten. Und durch diese Plattform hoffen wir, dass nicht nur jetzt alle an der Erstellung dieses Kurses beteiligten Lehrenden diesen Kurs nutzen, sondern auch letztlich weltweit andere Forscherinnen, die auch Lehren zu dem Thema auf diese Lernmaterialien zurückgreifen können. Es ist auch ein Mehrwert für die Studierenden, weil wir durch diese Plattform und dieses Thema natürlich nicht nur organisationstheoretisches Grundwissen vermitteln, sondern gleichzeitig auch einen Reflexionsraum bieten, um einerseits dieses theoretische Grundwissen
wirklich auf die Situation angewandt, quasi nochmal tiefer zu verstehen und zu verdauen und aber gleichzeitig auch Handwerkszeug, ein analytisches Handwerkszeug an die Hand zu bekommen, um eben über viele Fragen nachzudenken, die natürlich jeder und jeder von uns in dieser Situation aktuell auch hat. Und nicht zuletzt soll dieses Projekt auch der politischen Praxis, auch teilweise vielleicht der unternehmerischen Praxis zugutekommen. Dadurch, dass es nämlich alles offen verfügbar ist, können natürlich auch gerade durch Fragen, die wir behandeln, wie beispielsweise die Frage nach neuen Organisationsformen oder wie unternehmerisches Handeln, Innovation in der Krise generiert werden kann, kann auch die politische Praxis informiert werden. Ja, und was bedeutet jetzt dieses Projekt für die BWL, für die deutschsprachige BWL? Wir würden sagen, es ist ein radikal neuer Ansatz an betriebswirtschaftliche Hochschullehre. Und eigentlich wollen wir damit oder schaffen wir damit das, was in der Forschung schon lange etabliert und üblich ist, nämlich dass man nicht alleine forscht, sondern im Team forscht, gemeinsam, kollaborativ, kooperativ Probleme löst oder zumindest zu lösen versucht. Das versuchen wir auch jetzt hier in die Lehrpraxis zu überführen. Und damit und dadurch, dass wir quasi hier wirklich in die einzelnen Themenfelder jeweils Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, die zu den Themen unmittelbar selbst forschen, haben wir es irgendwie geschafft, dass es einerseits stark forschungsgeleitet ist, wahrscheinlich stärker forschungsgeleitet als eine traditionelle Lehrveranstaltung, gleichzeitig aber trotzdem stark praxisorientiert, weil in jeder einzelnen Einheit es angewandt wird auf die akute, konkrete Corona-Situation. Und insofern diese Kombination aus gleichzeitig forschungsgeleitet als auch praxisrelevant, da sehen wir eigentlich eine Chance für die Zukunft der Betriebswirtschaftslehre. Nicht nur in Deutschland, sondern im Ganzen, in der gesamten akademischen Gemeinschaft. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss.